Ja, servus. Ja, grüß dich. Ja, grüß dich. Ja, servus. Du, ich bleib draußen und räum ein bisschen auf, gell? Alles klar, danke schön. Ich hab eine Kehrschaufel dabei. Bitte. Bitte. So. Alrighty, right, ladies and gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Greifenberg, dem lustigen YouTube-Kanal mit unterhaltsamen Content. Heute gibt es zum Jahresabschluss, für mich ist der 30.12., ich weiß nicht, wann ihr das Video guckt, nochmal eine kleine Quickplay-Action. Ich würde sagen, wir geben unser Bestes und das ist hoffentlich genug, um hier einen saftigen Wellspring rauszuziehen oder zumindest richtig saftige Action zu haben. Im Idealfall beides. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen und ich hoffe, ihr hattet schöne Festtage. Schönes Weihnachten gehabt. Meins war sehr schön. Ich habe ja auch an Weihnachten gestreamt und so. Bisschen später angefangen, es war ein super cooler Weihnachtsstream auch. Ach, ich weiß nicht, es klingt immer so blöd, aber in letzter Zeit sind einfach alle Streams so unfassbar geil. Es macht so viel Spaß. Und apropos Stream, auch am 1.1. wird es einen Stream geben und auch natürlich an Silvester wird es auch einen Stream geben, aber am 1.1. wird es ein Special geben. Und zwar etwas, was wir letztes Jahr auch schon gemacht haben. Wir machen einen großen Jahresrückblick, inklusive Clipwahl des Jahres. Da werden so die ganzen besten Clips des Jahres nochmal zusammengefasst. Und da könnt ihr dann abstimmen, welcher Clip gewinnt. Und das Ganze ist dann in 6 Kategorien. Und von diesen 6 Gewinnern gibt es dann eben noch einen Gewinner, der dann wirklich der Clip des Jahres wird. Da freue ich mich drauf. Wird super cool. Vor allem das Schöne ist, ich weiß tatsächlich nicht, welche Clips genommen wurden. Ich habe damit quasi nichts zu tun. Das haben die Mods wieder gemacht. Danke an der Stelle. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. Also ich bin da auch gespannt. Freue mich drauf. So ein Jahr ist lang und da passiert ziemlich viel. Vor allem kann man sich oft an einiges gar nicht mehr erinnern. Also manchmal, wenn irgendwie ein Clip daherkommt, der irgendwie 2-3 Monate alt ist, dann denke ich mir immer so, hä, was? Was war denn da los? Und krasser ist es natürlich, wenn sich der Zeitraum über ein ganzes Jahr entspricht. Von daher freue ich mich drauf. So, ich würde sagen, Vetterli muss reichen von der Fire Rate her. Deswegen der Säbel dazu. Ich denke, brauche ich keine mehr, die lasse ich mal den anderen Leuten. Denn mit dem Event bin ich durch. Ich denke mal, ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so an Silvester macht. Ich werde auf jeden Fall an Silvester auch live sein und Stream anschmeißen. Silvester-Stream, freue mich auch immer. Auch immer cool die letzten Jahre. Cool gewesen und spätestens am 1.1. natürlich sowieso. Jahresrückblick wird auch nice. Wir werden natürlich auch was zocken. Der Stream wird nicht nur aus Jahresrückblick bestehen. Aber ich freue mich drauf. Es wird auch ein bisschen so, ich zeige euch auch ein bisschen was hinter den Kulissen. Was es so getan hat, die ganzen Statistiken und so weiter mal ein bisschen aufdröseln für den einen oder anderen, ist es vielleicht auch interessant. Und natürlich werde ich auch ein paar Worte dazu verlieren, was dieses Jahr passiert ist, denn es ist sehr viel passiert. So beschissen wie das Jahr 2020 aufgehört hat für mich, so episch hat es geendet tatsächlich. Also es ist wirklich richtig extrem und deswegen, ja, ich freue mich drauf, ich bin super happy, ich bin glücklich. Und ja, wäre cool, wenn ihr da dabei wärt. Also 1.1. ab 19 Uhr geht's los. Freue mich drauf. twitch.tv/greifenberg. So. Aber jetzt erstmal hier ein paar Grunts schnetzeln. Und im besten Fall auch Spieler. Ich glaube, ich habe was gehört rechts hinten. Ich glaube, der ist noch nicht so weit. Ich glaube, der ist da raus irgendwie. Ich habe da was gehört in dem Bereich. Huh?
Geschenksymbol, Geschenksound. Habe ich ein Geschenk übersehen und bin drüber gelaufen aus Versehen oder was? Lawson Station, noch kein PvP gehabt bis jetzt. Ungewöhnlich. Die Rabenmann hinter uns, der kommt gerade nach Norden hoch. Da könnte man natürlich jetzt toxisch warten, bis er hier rüberläuft. Aber mit dem Warten habe ich es nicht so. Weil ihr wisst ja, für mich persönlich ist es immer angenehmer, einen Wellscreen zu verteidigen. Oder direkt einzunehmen, als irgendwie dann noch hinlaufen zu müssen. Wenn jetzt der Wellspring irgendwie am Arsch der Welt gezogen wird, sage ich mal. Ich muss dann noch hinlaufen. Dann habe ich halt eventuell die Situation, dass da schon x Leute außen rum sitzen. Und das finde ich immer furchtbar, weil umso mehr Leute da außen rum sitzen, desto höher ist die Gefahr, dass man in irgendeinen reinrennt und halt nichts machen kann. Also wenn jetzt hinter der Kiste einer mit der Shotgun sitzt, mache ich halt nichts. Weil da kann ich halt nichts machen. Und deswegen finde ich das persönlich immer ziemlich cool, wenn man den Wellspring hat oder wenn man eben direkt approachen kann. Also wenn der jetzt zum Beispiel im Nachbar-Compound einer nimmt, dann ist das auch in Ordnung. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Okay, der kommt mir bekannt vor. Der Name kommt mir doch bekannt vor. Okay, normalerweise, normalerweise, also ich habe ja so eine Art Gentleman's Agreement mit Fabi. Das ist der Siegesmund, wer ihn nicht kennt. Dass man quasi, dass wir uns nicht killen. Wenn wir es eben wissen, logischerweise. Jetzt wissen wir es. Das bedeutet, ich kann jetzt außenrum vielleicht ihm ein bisschen helfen. Und ihn am Leben lassen. Aber ich muss mal ganz kurz Hallo sagen, da. Ja, servus! Ja, grüß dich! Ja, grüß dich! Ja, servus! Du, ich bleib draußen und trau mal ein bisschen auf, gell? Alles klar, danke schön. Ich hab eine Kehrschaufe dabei. Bitte! Bitte! So. So machen wir das. Jetzt müssen wir natürlich auch wirklich aufräumen. Jetzt kommt's blöd rüber. Nicht, dass ich dich aus Versehen erschieße. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich ausschaue. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich renne jetzt einfach darüber und push den da drüben. Ich tue vom Nachts. Ach, jetzt ist er da im Nordosten. Jetzt ist er da im Nordosten rüber. Jetzt muss ich hinten rumlaufen. Eieieiei. Ein Stress ist das hier. Oh, da ist er noch mehr. Ja, es sind einige. Okay. Lack jetzt mit der AI hier. Da kommt einer. Geteilte Arbeit hier. nicht schlecht. Medikit in die Hand.
Gute Aufgabenverteilung. Ja. Für einen kurzen Moment, der Chat hatte befürchtet, du wärst es gewesen. Nee, aber Gott sei Dank nicht. Der aus einer ganz anderen Richtung kommt. So ein Quatsch, ey. Naja. Aber lustig ist es trotzdem. Gehe ich mal wieder in mein Wäldchen darüber. Hast du einen gekillt da drüben? Ja, ja, ich hab einen erledigt da hinten, ja. Ah, sweet. Ja, so ein Vogelscheuchenmensch. Könnte das jetzt gewesen sein. Aber gut, ich hatte in der Runde davor noch kein PvP, also ich weiß nicht, ich glaube, da kommen noch einige irgendwie. Ich hab einen gekillt und noch mal eine Leiche gefunden vorher. Naja. Naja, dann schauen wir mal. Da gehe ich mal in mein Wäldchen hinter und schau mal, ob ich von außen halt agieren kann. Also ciao, ciao, viel Spaß noch. Richtig Pflanzen halten. Ja, also, ciao. Ah ja, da kommt schon einer. Was ein letztes Quickplay, sagt er. Also Teaming in Hunt Showdown ist ja immer so eine Sache. Wir machen ja kein richtiges Teaming. Aber ich denke, wenn man sich kennt, das würde ja wahrscheinlich jeder so machen, auch wenn er es mit seinem besten Kumpel jetzt hier trifft. Dann erschießt man sich vielleicht nicht direkt. Ich meine, es ist keiner böse. Also wenn er mich jetzt erschießen würde, ich wäre da jetzt nicht toxisch oder sowas, aber wenn ich jetzt weiß, er sitzt da drinnen, er hat den Wellspring, dann mache ich das halt so, ja. Man muss ja nicht zu zweit auf den Gegner drauf pushen. Das muss man ja auch nicht machen. Das würde ich jetzt als Teaming interpretieren. Schau mal, ob der dahinter ist. Komm, wir haben nichts zu verlieren. Oh, da sitzt er ja. Ja. Einer, oder? Ja, ja. Wieder. Wieder einer weniger. Wenn einer Mini-Kills macht, logisch. Ja, das war, aber es war Säbel gegen Säbel. Also ich hatte auch ein bisschen Glück. Ich hatte auch ein bisschen Glück. Die waren Musketiere. Es ist, oder kommt wieder einer im Südwesten? Ja, den killst du jetzt mal. Ich gehe jetzt mal heilen. Ja, okay. Es ist wirklich witzig. Es macht sehr viel Spaß. Muss ich mir hier mal noch ganz kurz die Heilung reinzwirbeln. Ich habe echt keine Heilung mehr, ne? Aufpassen, dass ich ihn nicht erwisch. Ich kann auch die Typen looten. Ja, das mache ich jetzt auch. Ich loot mal schon die Typen. Ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam gerade. Oh. Also es ist Pferd. Wenn einer Melee killt, dann du, sagt er. Ja gut, da stellt er sich natürlich jetzt oder ein bisschen unter den Scheffel, ne? Also, Fabi macht ja, wenn er mit seiner Bombe so rennt, bestimmt auch mehr als genug Melee-Kills. Oh nein, oh nein. Oh nein, jetzt ist es passiert. Ja, müssen wir natürlich jetzt was machen, ne? Wir haben keine Heilung. Da ist Heilung. Ach du Kacke. Haut direkt Fallen auf. Ah! Gottes Willen, was schaut die mich denn an? Und da ist er, der Trade. Der Trade zum Ende der Runde. Das war's, Freunde der Sonne. Er killt mich mit dem Crossbow, letzter Spieler. Und keiner hat gewonnen. Ja, ich würde auch sagen, das ist doch eine gute Runde auch für YouTube. Ich wollte einfach ein YouTube-Video aufnehmen, noch ein bisschen Quickplay machen. Und wen treffe ich? Natürlich den Fabi.
Ja, aber dafür war es umso unterhaltsamer, glaube ich. Das heißt, ich glaube, ich brauche auch gar keine andere Runde mehr aufzeichnen. Ich würde fast sagen, das ist es. Das wird mein letztes YouTube-Video für das Jahr 2021. Ja, ist auf jeden Fall witzig gewesen, hat Spaß gemacht und war unterhaltsam. Und Kills hat man auch, Wellspring hat man nicht, muss man dazu sagen. Aber 4 Kills, da kann man sich nicht beschweren. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen, Freunde der Sonne, und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Ich wünsche euch das Beste und wir hören uns und sehen uns, und ich bedanke mich. Immer episch bleiben, Ladies and Gentlemen, auch im nächsten Jahr. Adios und ciao, ciao.